Ja, meine lieben Freunde der seichten Unterhaltung, hier ist wieder der Raven Knight mit Let's Play Lufia Rise of the Sinistrals. Das letzte Mal haben wir uns, den Weg in dieses Martyrium gefasst und wollen uns jetzt erstmal hier durch diesen Ort durchprügeln, wo jetzt wieder, Adel auf uns lauern. Und, wir haben eigentlich schon eine sehr schwierige Hürde genommen. Jetzt müssen wir schauen, wie wir uns mit diesem Gegner hier anfreunden können. Denn eigentlich sollte das jetzt kein Problem mehr für uns sein. Schließlich haben wir auch jetzt einen Gegenstand bekommen, der uns wesentlich schneller macht. Und Geld haben wir auch schon wieder reichlich. Ach ja, genau, jetzt kam der Ort. Ich weiß auch jetzt wieder ganz genau, wo ich bin. Unter einem von diesen Steinen ist eine Treppe versteckt. Und bei meinem Glück ist es der vierte. Ja. Ach ja, genau, das Rätsel war auch sehr schwierig, muss ich sagen. Ein Dreieck, dessen Spitze nach oben weist, birgt die Lösung. Hm, wie könnte das nur gemeint sein? Komisch aber auch. Das heißt, wir müssen jetzt also den Fall nach oben machen, dass wir da durchgehen können. Wie machen wir das nur? Ja, natürlich. Auf diese Art und Weise. Zack. Und wir gehen hier durch und finden den Schlüssel. Den brauchen wir nämlich, um die Tür öffnen zu können. Die haben wir noch nicht gesehen, aber wir sind nah dran. Schließlich haben wir jetzt schon so einiges hier gemeistert. Gehen wir mal jetzt weiter nach oben. Und wieder zurück. Den Adler bekämpfe ich jetzt nicht, der ging mir auf den Senkel. Machen wir einmal nochmal hier die linke, die rechte Seite auf. Ach ja, hier war der Ort für das Martyrium, was für uns ja kein Problem war. Ich renne natürlich wieder gegen die Wand, staatlich geprüft. Ja, gehen wir mal hier unten durch. Ach ne, hier war nur die Schatztruhe, die wir schon geplündert haben. Der Froggy kommt uns entgegen. Kämpfen wir doch gerne. Schließlich wollen wir ja auch ein paar Punkte trotzdem noch sammeln, auch wenn wir jetzt gesagt haben, oder ich gesagt habe, der Adler halb so wild. Aber machen wir doch jetzt erstmal wieder ein bisschen einen kurzen Prozess hier mit den Monstern. Denn das ist ja für uns jetzt hier das geringste Problem. So. Jetzt gehen wir runter. Wir sollten ja einmal die mutige Stelle nehmen. Und damit hätten wir hier durchgemusst. Genau, denn hier, an dieser Stelle, müssen wir wieder Brücken bauen. Fleißig, fleißig, wie wir sind, tun wir das natürlich auch. Und müssen gleich das Wasser runterlassen. Das hat einen bestimmten Zweck. Allerdings, erstmal nehmen wir das Feldchen hier noch mit, legen es hier ab, machen den Schalter an und sehen, aha, hier muss nämlich eine Platte rüber, sonst können wir da nicht rüberklettern. So, am Frosch gehen wir vorbei und wir öffnen die Tür. Doch vorher hatte Raven dann wieder eine Vorahnung und heilt sich erstmal. So, ja, haben wir alles, wir müssen alles haben. Der Heilsirup letzte Mal, genau, stellt Kampfkraft wieder her und füllt KP und MP vollständig auf. Sozusagen ein Wunderobjekt. Und ja, wir treffen hier auf einen Wasserfall. Was ist denn hier los? Uiuiui, ein Erdbeben. Und was ist das denn? Ach, ein Riesenfisch. Also hat der Opa doch recht gehabt. Gut, bis hierhin ist noch nie jemand vorgedrungen. Geh lieber nach Hause, bevor du dich ernsthaft verletzt. Nö. Will ich nicht. Ich will dich plätten. Bist du für das Erdbeben verantwortlich? Mir war hier so furchtbar langweilig. Ich dachte, wenn ich die Erde beben lasse, wird jemand kommen. Dein Erdbeben stört uns, also lass es sein. Vielleicht, wenn du mich besiegen kannst, aber das glaube ich nicht. Und ein Bosskampf. Ja, wir müssen also jetzt gegen einen Fisch kämpfen hier. Und wie ihr euch schon denkt, ein Fisch im Wasser ist bestimmt gegen Blitz anfällig. Und deswegen werden wir den Donnerschlag rausholen. Ja, 44, das ist nicht unbedingt die Welt, aber Schaden machen wir doch. Und das ist am Anfang erstmal wichtig gegen diesen Gegner. Vor allem, wir greifen uns ja mal wieder an. Jetzt macht er selber einen Blitzangriff. Oh, oh. Heilen, heilen. Gut, jetzt seht ihr den Heilzauber mal im Kampf. Ihr habt schon gesehen, wie ein Kraftwasser aussieht. Sieht quasi genauso aus. Gut, wieder ein Donnerschlag. Und wieder 45. Ja, ordentlich. Auch wieder ein Schockzauber. Mich wundert eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, liebe Freunde, warum der anfällig gegen Blitz ist, wenn man selber Blitz auf ihn draufhaut. Das ist schon so ein bisschen merkwürdig. Ja, jetzt gehe ich nochmal auf Nummer sicher und heile mich nochmal, weil wenn er jetzt nochmal Schock machen würde, wäre Ende im Gelände. So. Jetzt kann er nochmal Schock machen und jetzt greift er an. Ja, egal. Können wir wenigstens nochmal hier fleißig mit dem Donnerschlag drauf plästern. Ja, super, genau. Mach's nochmal. Nein! Jetzt hau ich mich selber. Okay. Das war ein staatlich geprüfter Fehlschlag. Ein Kraftwasser. Erstmal.
Wieder ein paar Punkte. Megabeben. Ja, wieder ein bisschen. Ja, das kann auch nur wieder mir passieren, dass ich mich selber schlage. Ich wollte eigentlich, ja, die Zornkraft benutzen. Und was mache ich? Ich schlage mich selber. Warum nicht, ne? Kann man ja immer mal machen. Und, jawohl, das war der Sieg. 500 Punkte, 500 Münzen. Maxim kurz vorm Aufleveln. Autsch! Aufhören, ich gebe auf! Es wird keine Erdbeben mehr geben, versprochen! Ich werde im See mal eine Runde schlafen, das wird mir gut tun. Ja, wäre besser für dich. So. Ja. Ich denke mal, jetzt haben wir die Erdbeben hier auf. Ja, den Erdbeben, den Chaos gemacht. Das wollte ich eigentlich sagen. Und wir können jetzt die Halle, diese Höhle wieder verlassen. Wie heißt sie eigentlich? Die Seehöhle, genau. Die können wir jetzt wieder verlassen, indem wir einfach wieder nach oben gehen. Und rausgehen. Jetzt dürfen wir nur aufpassen, dass wir hier nicht runterspringen. Denn bei so guter Gesundheit sind wir nicht mehr. Beziehungsweise so guter MP sind wir nicht mehr. Wir haben nur noch 5 MP. Und ja, wir verlassen die Seehöhle und begeben uns wieder ins Dorf. Mal schauen. Tarika. Wir gehen aber erstmal übernachten. Weil hier gibt es auch eine sehr hübsche Übernachtungsmelodie. Hallo, die Erdbeben sind vorbei und du kannst für nur 10 Goldmünzen in Ruhe übernachten. Ja klar, machen wir. Weil wenn man vorher hier übernachtet hätte, hätte er gesagt, ihr werdet vielleicht von Erdbeben wachgerüttelt. Das passiert allerdings nie. Und ja. So, wir sind frisch erholt. Und schauen mal, was er hier sagt. Ich dachte, du wärst unterwegs zur Seehöhle. Ich war schon dort. Habt ihr euch getroffen? Getroffen? Wen soll ich getroffen haben? Eine junge Frau hat nach dir gesucht. Ich habe ihr gesagt, dass du zur Seehöhle gegangen bist. Eine junge Frau? Hat sie ihren Namen genannt? Nein, aber sie war sehr hübsch. Wer könnte das nur sein? Sprechen wir mal den Oppi an hier. Du hast den Fisch besiegt. Dank dir kann ich wieder in Ruhe schlafen. Gute Nacht. Ach, der legt sie wieder pennen. Ja, okay. Der ist natürlich sehr bewusst, sehr pflichtbewusst. Und schauen wir mal, was er hier sagt. Du hast den Fisch besiegt. Du bist wirklich sehr mutig. Du könntest in Lunaria Karriere machen. Dort braucht man starke Männer. Lunaria befindet sich hinter dem kleinen Tempel im Nordwesten. Dort findet eine Krönung statt. Ich wette, die Krone ist wunderschön. Ich würde gerne mal einen Blick drauf werfen. Nö, ich nicht. Zumindest jetzt nicht. Jetzt gehe ich erstmal in diese Höhle, weil mich soll ja eine schöne Frau gesucht haben. Vielleicht ist es Iris. Vielleicht aber auch jemand anders. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wo sie sein könnte. Bereiten wir mal hier alles wieder vor. Ganz normal wie gehabt. Kennen wir ja. Und gehen hier durch. Gehen an den ganzen Gegnern vorbei. Da habe ich nämlich gar keine Lust drauf. Ah! Ach du meine Güte. Das ist doch Tia. Oh nein. Maxim! Okay, ein Kampf gegen einen Goblin und ein Skeletor. Ja, wollen wir doch erstmal schauen, dass wir den Goblin hier aus dem Weg prügeln. Und er ist besiegt. Jetzt haben wir nur noch Skeletor vor uns hier. Auch wenn ich Skeletor ein bisschen anders in Erinnerung habe. Die meisten, die vielleicht in meinem Alter sind, wissen warum. Egal. Mal schauen, was der Donnerschlag gegen ihn anrichtet. Auch ordentlich Schaden. Und das war's für ihn. Ja, kurz vorm Aufleveln wieder. Aber beide besiegt. Und verschwinden auch. Maxim! Tia, was machst du denn hier? Ich fühlte mich so einsam. Ich hatte Angst, du würdest fortgehen. Das tust du doch nicht, oder? Oh nein, bitte nicht. Doch. Aber warum nur? Erinnerst du dich noch an die rote Lichtkugel, die nach Norden flog? Ja. Dieses Licht birgt eine Macht, die die Welt zerstören könnte. So hat man es mir erzählt. Die Welt zerstören? Das kann ich nicht glauben. Es ist aber so. Die Monster haben bereits damit angefangen, Menschen anzugreifen. Und warum muss ausgerechnet du gehen? Weil ich die Kraft habe, das Böse zu besiegen. Du bist zwar stärker, als man denken mag, aber... Ist es dir denn nicht auch aufgefallen? Was denn? Seit meiner Kindheit kann ich perfekt mit dem Schwert umgehen. Ohne diese Kunst je erlernt zu haben. Das ist doch seltsam. Warum also kann ich es? Wozu habe ich dieses Talent? Ich muss es einfach herausfinden. Also willst du wirklich gehen, Maxim? Ich werde bleiben. Das stimmt nicht. Warum? Wir werden zusammen gehen. Was? Nein, unmöglich. Ich kann dich nicht mitnehmen, Tia. Hey, ich führe einen Waffenladen und weiß, wie man mit dem Schwert umgeht. Warte, Tia. Lauf hier nicht so herum. Es ist sehr gefährlich. Weiß ich auch. Wow. Tia. Und noch ein Kobold, den wir jetzt erstmal aus dem Leben prügeln müssen. Naja, so stark ist er ja auch wieder nicht. Habe ich mir eigentlich
unnötig wieder die Zornpunkte weggehauen. Ja, jetzt aber Maximov gelevelt, das hat's wenigstens. Und... bist du verrückt? Danke, Maxim, es tut mir so leid, ich... ist schon gut, Tia, wir werden zusammen gehen. Einverstanden. Tia schließt sich an. Wunderbar. Somit haben wir Tia als weitere Gefährtin. Und werden allerdings erstmal einen Starkzauber sehen. Ihr seht, Tia ist nicht die Stärkste. Hat nicht viele HP, aber dafür viele MP. Wie wir allerdings weiterreisen, sehen wir im nächsten Video. Bis dahin, schaltet wieder ein. Let's play Lufia 2 Rise of the Sinistrals. Sprach der Raven halt nimmer mehr.